Ich begrüße euch heute zu einem weiteren Video. Und zwar machen wir was auf besonderen Wunsch. Wir machen Low Carb etwas. Was ist Low Carb? Nicht Carb, Carb. Carb? Carb. Okay. Low Carb ist Essen ohne Kohlenhydrate. Ah. Einsparung von den Kohlenhydrate. Ah, okay. Ja. Wir machen eine Low Carb Rolle. Eine kohlenhydratarme, wie so eine Burgerrolle. Wie Biskuitrolle. Wie Biskuitrolle. Aber wir füllen sie nicht süß, weil süß ist auch nicht das. Mhm. Wir dann ja, kohlenhydratarme, eiweißreiche kann man neidor. Lasst euch einfach mal überraschen. Ich mache das einmal im Jahr, meine Stoffwechselkur. Ich fahre meinen Körper runter, reset ihn, mache ihn auf Null und durin dann neu programmieren. Hoi. Ja. Okay. Wie du deinen Computer. Ja. Yeah. Und dann funktionierst du wieder. Dann funktioniere ich wieder. Dann habe ich aber auch wieder das scharfe Empfinden nämlich so. Dann fange ich wieder bei Null an und dann kann man das wieder steigern. Das stimmt, das hast du ja schon ein paar Mal gemacht. Das ist, das wird, jetzt gerade, wenn du das sagst, fällt mir das ein. Dein scharfe Empfinden, und mir also ja wirklich scharf, ist dann fast weg. Dann ist, wenn man da essen, ist das Scharfe mir schon gerade scharf. Und bei dir macht es gar nichts aus. Eben, ich fange an wie mit Babykost wieder. Ja, das stimmt, ja. unser heutige Wort, das schwäbische Wort lautet Käpsele. Wie immer am Ende wollen wir die Auflösung bringen. Und jetzt wollen wir starten mit dem Rezept. Wir haben heute folgende Zutaten: Ei, ein Backpulver und den Quark. Das ist jetzt für eure Person, wo du machst, gell? Weil ich esse ja diese. Ja, für eure Person, aber das gibt mengenmäßig immer so viel. Ich höre das gar nicht auf einmal. Mhm. Das gibt jetzt einmal unsere Rolle, die wir jetzt backen. Und wenn die nachher rauskommt, wie du vorher gesagt hast, die Biskuitrolle, wird das gefüllt, aber nicht süß, sondern eigentlich kann man jeder ruft er, was er will, mit Schinken. Ja, lasst euch einfach mal überraschen, was ich drauf tue. Ich wollte jetzt gerade noch sagen, will, aber da bin ich mir jetzt vorgegriffen. Das heißt, heute tust du nicht einen Zucker rein. Nein, heute geht es kein Zucker. Also gut. Aber also tust du es auch ohne Weg. Nein, alles klar. Die Kuh macht bloß ihr Leu. Okay. Also, wir starten jetzt. Faule Bande. Nach wem die wohl kommen? Nach Eiset. Mit Eisre 2-3 Zutaten starten wir jetzt und machen unseren Teig. Ich habe 125 Gramm Magerquark, Fett der Mauer sparen. Wobei das, was ihr nachher ihr einrollt, das bleibt euch überlassen. Dann nehmen wir einen Teelöffel Backpulver da dazu. Was wird jetzt passieren, wenn du mehr nimmst? Dann geht es arg auf. Und das schmeckt man einfach nachher, wenn zu viel Backpulver drin ist. Das hat einen komischen Geschmack. Ah, okay. Das muss jetzt sein. Und oi. Oi. Ah. Hört sich schwäbisch. Mein Petersilie habe ich da Hände noch. Hört sich schwäbisch cool, oi. Oi. Ich mache Kräuter rein im Rezept, wo ich damals gefunden habe. Es sind keine Kräuter drin, aber ich mag einfach Kräuter drin. Außerdem sind die von unserem Hochbeet, dann weiß ich, was ich habe. Zwei Löffel. So, das war's. Mit Pfeffer, Salz, Paprika. Das, was eure Gewürze sind, einfach würzen. Weißt du das? Salz oder weißt du? Nein, das ist Pfeffer. Pfeffer. Ich habe mehr Salz heute. Was? Mehr Salz? Mehr Salz. Mein Salz. Dann mehr Salz. Und ein geräucherter Paprika habe ich. Das sind meine. Geräucherter Paprika? Ja, das gibt's. Okay.
So, jetzt schlagen wir das bloß auf zu einer homogenen Masse. Ich zeige es euch gleich, bloß wenn ich jetzt auch habe unternommen, dann spritzt es. Das wäre lustig. Das wäre lustig. Mengenmäßig ist das nicht viel, das ist gerade die Schüssel versauert. Und das reicht für dich zum Essen? Ja, das reicht. Das geht jetzt nachher auf. Aha. So hochschlagen du, oder? Das war jetzt schon alles? Das war schon alles. Okay. Das streichen wir auf ein vorbereitetes Backblech. Mit Backpapier habe ich das ausgelegt und mache es zum Rechteck. Das Übliche, wenn du das jetzt nicht tätst, dann tätst du wieder aufs Blech auf Pepper, oder? Das bringst du gar nicht mehr runter, weil du ja kein Fett drin hast. Das dann tätst du das noch auf Pepper, oder wie? Ah, ja. Wie Hausputz. Ja, dann hast du eine Burgerrolle. Die bringst du nicht mehr rein. Das ist schon alles. Und jetzt wird die bloß aufgestrichen und backe dann. Und das geht nachher so auf? Es geht im Backofen geschwind auf, aber so wie du den Backofen aufmachst, sackt es in Wunder. Und das reicht dir zum Essen? Ja. Ich weiß gar nicht, was letztes Jahr mal gemacht. Ich mache das oft. Da gibt es auch nochmal ein Rezept mit Zucchini gleich rein in der Teig. Oje. Da ist viel zu lang. So. Wie machst du das? Weil Zucchini drin sind, oder wie? Wegen? Von der Menge her. Ach das so, gibt massemäßig ziemlich viel. Also einfach ein bisschen aufstreichen. So. Und ab in den Ofen. Das ist jetzt, der Ofen habe ich vorgeheizt auf 160 Grad. So 20, 25 Minuten, je wie euer Ofen backt, verschreckt bitte jeder, das wird braun, aber, und es darf braun sein, durch das Ei wird es einfach braun, aber nicht schwarz und es schmeckt damit verbrennt dann nachher. Wenn es fertig ist, sehen wir uns weiter und dann werden wir sie aufrollen. Jetzt ist unser Teig fertig. Sieht aus wie Pfannkuchen. Kann man auch als Pfannkuchen essen, wenn man möchte. So. Einmal stürzen, um sicher zu gehen, dass sich das vom Papier runterlöst, mache es ihn nass. Hinter, dann löst es sich besser. Okay. Gucken wir mal, ob er nicht verreißt. Aber es war ja auch schlimm, oder? Nein, schlimm ist es nicht. Aber der Vorführeffekt, das ist es ja alle Welt. Ah, dem auch nichts. Wenn es dir noch schmeckt. Ja. Man kann es aber auch als mit Lachs machen und also. Was, mit Lachs? Mit Lachs nachher befüllen, natürlich. Das Füllen bleibt jedem überlassen, wie er möchte. Hat ja jeder seine Vorliebe. Da geben wir mal gar nichts vor. Oh, das löst sich erst. Ja, es braucht halt geschwind Zeit. Machen wir es noch ein bisschen schön nass. Sonst verreißen wir. Dann haben wir Löcher drin. Muss ja eigentlich auch jetzt sein. Du tust das, glaube ich, kalt essen, oder? Gell? Ja. Man kann, also gefüllt wird es jetzt sofort. Ja, da bleibt es ein bisschen. Man kann gleich essen oder aufheben. Man kann es sehr gut vorbereiten, am Abend vorher, mit zum Schaffen nehmen oder sonstige. Wenn man so gut geht, so. Ich mache so eine Hehe. Was mit zum Schaffen nehmen? Zum Beispiel.
Warum nicht? Du hast bisher nicht mitgekriegt. Nein. Ich schmuggle dir das einmal in dein Bixel rein. Und dann. Da ist mir der Äpfel lieber. Ja, jetzt. Da drauf. So, ich bestreichen mit Frischkäse mal. Man kann sich aber auch eine Sauce drauf tun, eine Grillsauce. Wie gesagt, man kann man alles offen lassen, so wie es jedem schmeckt. Also so bestreiche quasi oder so, du könntest eine Pizzasauce auch drauf tun. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie sich das nachher mit der Soße verhält, ob das jetzt zu matschig wird. Ach so. Ja, das wird jetzt nicht matschig mit dem Frischkäse, schon auch. Bitte? Ich habe zwar noch ein paar Tomaten, ich esse es ja heute Abend dann. Da haben wir noch Gewürz drauf. Was für eins? Ich habe das Cola, das ist so fertig gemischt mit Rosmarin, Thymian, alles Mögliche ist da drin. Rosmarin, mein Lieblingsgewürz. Ja. 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 Badwasser. Ja, das war auch immer Badwasserkartoffel oder Rosmarinkartoffel, das war auch nicht ganz so der Hit. Du magst kein Rosmarin. Ich mag es, jetzt sagen wir mal so. Aber das ist lecker. So. Dann haben wir einen Schinken drauf. Da habe ich jetzt halt einfach mal einen hergelegt. Mal gucken, wie viel man braucht. Und das sind ganz jetzt so wenig, das sind jetzt wenig Kohlenhydrate. Es sind gar keine Kohlenhydrate. Nee. Okay. Dann tue ich immer noch einen Salat drauf, Salatblätter. Und ein paar Tomaten habe ich klein geschnitten. So. Man kann frische Gurken nehmen. Ich habe jetzt ein paar Essiggurken und unsere Jalapenos wieder klein geschnitten. Das darf ich heute fehlen. Nein. Einfach da drauf verteilen. Und jetzt eine Rolle. Das ist alles. Das ist alles. Und das könnt ihr jetzt natürlich füllen, so viel ihr wollt, mit Wasser wollt, Eirolle. Und ein Wrap ist fertig. Cool. So. Ich hebe auf, indem ich den in die Folie reinwickle und in den Kühlschrank reintue. Oder auch die Folie rumwickeln, damit nachher unten zu ist. Wenn ihr eine Soße oder irgendetwas habt, dann zappert ja eh immer alles los. Ach so. Ja. Das heißt, man hätte es auf der Hose. Richtig. So, ab in den Kühlschrank. Das war's. Wir haben nur unsere Auflösung für heute von unserem schwäbischen Wort. Und das war ja Skepsele. Skepsele ist ein intelligenter Mensch. Nicht zu verwechseln mit einem Käpsele. Es gibt auch ein Käpsele, wo man in Pistole reintut. Ja, in die zur Kinder, Phase, Kinderpistole. Die Kinder, genau, Phase. In die Kinderpistole geht man auch Käpsele reintut. Aber wir haben es gemeint, der intelligente Mensch. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zugucken. Und wie immer freue ich mich über jeden Kommentar. Danke, ciao. Immer noch eine faule Bande. Aber sie sind wieder wach. Ja, es hat eine Wurst, gell? Ja, aber sie gucken, ob sie. Ein Schinken haben wir gehört, gell? Sie gucken, ob sie nochmal etwas Einheims erkennen.